Hier sind sie wieder, die Schnäppchenangebote in ihrer Fressnapf-Filiale. LED-Leuchtanhänger jetzt 5,99 Euro. Premiere Katzenstreu, zum Beispiel der 12-Kilo-Sack, jetzt 10,49 Euro. Auf alle 8-in-1 Kauartikel und Snacks jetzt 20% Rabatt. Premium-Nahrung für Kleintiere, Real Natur, jetzt 3,99 Euro. Das und viele andere Angebote ab Montag bei Fressnapf an der Wittichenauer Kreuzung. Fressnapf, alles für mein Tier. Er ist wirklich schnell. Er ist wirklich preiswert. Er ist wirklich nett. Floris Hausmeister-Service. Von Möbelmontage bis Hausgeräteanschluss. Von der Abfallentsorgung bis zum Glühlampentausch. Vom Lüften der Wohnung bis zum Blumengießen. Flori ist überhaupt nicht teuer und in kleinen Sachen der Größte. Floris Hausmeister-Service einfach buchen. Telefon Hoyerswerda 46 73 0. 46 73 0 und im Netz unter lebensräume-hy.de. Ein wirklich tolles Angebot Ihrer Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Wir bringen Sie, wohin Sie wollen. Zum Beispiel Krankentransporte zur Chemo- oder Strahlentherapie. Taxi Martin, immer erreichbar. Holzwerder 40 66 66. Mit Taxi Martin fahren Sie immer richtig. Holzwerder 40 66 66. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Herzlich willkommen zur Drehscheibe am Freitag, dem 27. September. Die Bundestagswahl ist vorbei, die Regierungsbildung in vollem Gange. Noch immer gibt es keine Entscheidung über eine Koalition. Mit großen Erwartungen blicken auch die gesetzlichen Krankenkassen nach Berlin. Wir sind jetzt verbunden mit Dr. Rolf-Ulrich Schlenker, dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Barmer GEK. Welche Herausforderungen gibt es für Sie an eine neue Bundesregierung aus Sicht einer gesetzlichen Krankenkasse? Ja, hallo Frau Wöllner. Ja, jetzt, wenn wir dann eine neue Bundesregierung haben, steht sicher ganz oben auf dem Reformprogramm die Pflegeversicherung. Wir brauchen einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff. Die Vorarbeiten sind alle geleistet. Das muss zunächst gemacht werden. Zweite große Reform wird sicher den Krankenhausbereich betreffen. Hier geht es um die Frage der ausreichenden Finanzierung der Krankenhäuser, vor allem bei den Investitionskosten, für die die Länder verantwortlich sind. Was wir auch brauchen und was auch alle Parteien versprochen haben zu reformieren, ist im Finanzierungssystem der gesetzlichen Krankenversicherung. Hier muss der bisherige Zusatzbeitrag, den die Versicherten alleine zu leisten haben, abgeschafft werden und sollte nach unserer Auffassung eben durch kassenindividuelle Beitragssätze ersetzt werden. Eine Daueraufgabe der neuen Bundesregierung wird sicher sein, auch die Kosten insgesamt im Gesundheitswesen im Griff zu halten. Hier wird man sicher im Arzneimittelbereich sehen, wo hier noch Ausgaben eingespart werden können. Das sind so die zentralen Reformvorhaben für die neue Bundesregierung. Sie haben gerade die Krankenhäuser angesprochen. Wo drückt da der Schuh? Sind die Krankenhäuser schlecht ausgestattet? Nein, so kann man das nicht sagen. Die sind eigentlich ausreichend ausgestattet. Das Problem liegt darin, dass für Investitionen, also für Neubauten oder für Renovierungen, eigentlich die Länder die Gelder bereitstellen müssten. Das tun sie aber nicht in ausreichendem Maße, sodass das, was wir als Krankenkassen für die laufenden Kosten bezahlen, wird quasi abgezweigt für die Investition. So, und deshalb gibt es durchaus in einzelnen Häusern Finanzierungsengpässe. Ihre Krankenkasse setzt sich besonders stark für die Prävention ein. Welche Programme haben Sie in den vergangenen Jahren aufgelegt, damit man gar nicht erst krank wird? In Sachsen gibt es schon sehr, sehr präventionsbereite Bürger. Hier besteht eine gewisse Tradition, dass man auch nach seiner Gesundheit schaut, dass man sich darum kümmert, dass man zu der Früherkennung geht, dass man die Vorsorgeprogramme in Anspruch nimmt. Da ist man in Sachsen sehr weit und ja, da wollen wir weiterhin dann motivieren. Wir haben übrigens auch was Neues und zwar für, ja, die ganz kleinen Kinder gibt es jetzt dann ein Programm,
beim Zahnarzt, damit die Mundgesundheit möglichst früh überprüft werden kann. Das ist nicht in der Regelversorgung, sondern das leisten wir als Barmer GEK extra. Ab dem 10. Monat gibt es jetzt hier die Möglichkeit, dass der Hausarzt bzw. der Kinderarzt dann das kleine Kind zum Zahnarzt schickt und er danach guckt, ja, wie die Milchzähnchen denn so kommen, ob das alles in Ordnung ist im Mund. So, und so versuchen wir natürlich das Thema Vorsorge wirklich voranzutreiben. Danke für das Gespräch, Dr. Schlenker. Ja, danke Ihnen auch, Frau Wöllmer. Und bei uns geht es jetzt gleich weiter mit den Nachrichten vom Tage. Wohnen in ruhiger Altstadtlage, vollsanierte Zweiraumwohnung, 63 Quadratmeter, nur 315 Euro Kaltmiete. Infos dazu bei Elsterwelle, Telefon Hoyerswerda 425 40. Je einfacher das Geld, desto einfacher die Welt mit dem Sparkassen-Girokonto. 300 Euro Friseur und Kosmetik, 600 Euro für Kleidung, aber die neuen Schuhe, die brauchte ich wirklich, das weißt du. Und hier 70 Euro für Strom. Für Strom. Aber da wird jetzt gespart. Heiß. Einfach sehen, wo man sparen kann. Das Sparkassen-Girokonto mit der praktischen App. Wenn es um Geld geht. Bei uns finden Sie die größte Teppichauswahl in der Lausitz. Teppichwelt Hoyerswerda. Egal ob Teppich, Bodenbelag oder Auslegware. Wir liefern kostenlos bis 30 Kilometer. Unser Fachpersonal steht Ihnen beim Verlegen und Ketteln mit Rat und Tat zur Seite. Sämtliches Zubehör zum Dekorieren Ihrer Fenster finden Sie in der Gardinenausstellung, einschließlich Nähservice. Neu ins Sortiment aufgenommen die Matratzenabteilung. Von Federkern bis Kaltschaum sind diese in allen Standardgrößen erhältlich. Die Lieferung und die Entsorgung der alten Matratzen ist kostenlos. Teppichwelt Hoyerswerda, Nähe Kaufland. Schauen Sie doch mal rein. Willkommen zurück bei der Drehscheibe mit den Nachrichten. Sachsens Forstminister Frank Kupfer hat heute in der Dresdner Heide die Wildbret-Saison eröffnet. In Sachsen gibt es mehr als 10.000 Jäger. Vor allem Reh, Schwarz- und Rotwild werden bejagt. Im vergangenen Jagdjahr, also von April 2012 bis März dieses Jahres, wurden mehr als 36.000 Rehe, fast 4.000 Stück Rotwild und mehr als 32.000 Wildschweine erlegt. Mehr Aktuelles vom Tage sehen Sie jetzt bei uns. Streifen des Hoyerswerda Polizeireviers haben am Donnerstag einen Rollstuhlfahrer aus misslicher Lage befreit. Er hatte die Polizei am Morgen zur Hilfe gerufen, weil er sich in einem Waldstück verirrt und festgefahren hatte. Der 48-Jährige hatte offenbar bereits die ganze Nacht in der Kälte und bei Regen ausgeharrt. Er konnte den Beamten am Notruf nicht erklären, wo er sich befand. Eine Ortung seines Mobiltelefons blieb erfolglos, daher rückte die Polizei mit 4 Streifenbesatzungen aus. Die Beamten schalteten das Martinshorn am Streifenwagen ein und riefen den Mann auf seinem Handy an und fragten nach, ob und woher er die Sirene höre. So näherten sie sich in mühevoller Kleinarbeit dem hilflosen Rollstuhlfahrer. In einem unwegsamen Abschnitt zwischen der B97 und Zeisholz wurde der Mann verdeckt von Bäumen und Büschen an einem Tümpel gegen Mittag letztlich gefunden. Er war unverletzt, aber unterkühlt, hungrig und durstig. In der Nacht zum Donnerstag ist in Hoyerswerda ein weißer Mazda 6 gestohlen worden. Das 2 Jahre alte Fahrzeug stand in der Erich-Weinert-Straße. Die Schadenshöhe wird mit etwa 22.000 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung übernommen und fahndet nach dem Auto.
Am Hoyerswerda Foucault-Gymnasium wird es im kommenden Jahr ein trinationales Schülertreffen geben. Geplant ist, dass etwa 140 Jugendliche im Juni aus dem tschechischen Prostějov und dem polnischen Sroda Wielkopolska zu Gast sein werden. Die Zehnt- und Elftklässler sollen sich zum einen sportlich in gemischten Mannschaften messen, aber auch ein Kunstprojekt gemeinsam realisieren, hieß es am Freitag bei der Vorstellung des Projektes. Die verantwortlichen Lehrer erwarten übrigens in beiden Bereichen ein hohes Niveau, denn alle drei Gymnasien haben eine sportliche sowie künstlerische Orientierung und Förderung. Die Hoyerswerda Ortsumfahrung B96 neu bei Zeisig sowie die Umfahrung B156 bei Bluno sind vom Freistaat für den Bundesverkehrsentwicklungsplan 2015 gemeldet worden. Ob der Bau damit deutlich näher rückt, ist allerdings unwahrscheinlich, da Sachsen insgesamt 71 Verkehrsverbindungen auf der Wunschliste angegeben hat. Deutliche Prioritäten setzt die Landesregierung auf den Ausbau der A72 von Chemnitz nach Leipzig sowie von Bundesstraßen bei Riesa, Freiberg, Kossebaude und im Erzgebirgskreis. In Lauter ist ab Montag die Puschkinallee und ab Mittwoch die Einsteinstraße auf dem Abschnitt Hans-Sachs- und Bachstraße wegen der Erneuerung der Asphaltdecke gesperrt. Im Baustellenbereich entfallen auch jeweils die Haltestellen für den Bus, informiert die Stadtverwaltung. Die Arbeiten sollen am 5. bzw. 10. Oktober beendet sein. In der Königsbrücker Ausbildungsstätte ist das neue Ausbildungsjahr gestartet. Neben Industriezerspanungs- und Werkzeugmechaniker kann man sich zum Beispiel auch zum Mechatroniker oder Packmitteltechnologen schulen lassen. Die Lehre dauert im Schnitt 3,5 Jahre. Ihr erstes Jahr bestreiten die Azubis zunächst in Königsbrück. Ab dem zweiten Lehrjahr kommen sie in ihren Betrieben zum Einsatz. Für die rund 50 Lehrlinge dieses Jahres stehen die Chancen auf dem Arbeitsmarkt nach erfolgreicher Ausbildung übrigens gut, da ja bekanntlich die Facharbeiter in der Branche zur Neige gehen. Ob die Weinfeste in Radebeul und Meißen, die Markttage in Leipzig oder das Oktoberfest in Dresden. In Sachsen wird am Wochenende gefeiert. Das Wetter lockt auf jeden Fall nach draußen. Mehr dazu gleich in den Aussichten. Immer gut informiert mit Elsterwelle, dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Willkommen in der Unkrautapotheke. In dieser Woche geht es um den Frauenmantel. Nein, nicht so einen. Der grüne ist gemeint. Nein, der auch Taukraut genannt wird. Genau der. Heute bin ich unterwegs und suche Kräuteln für uns Weibsen. Und hier habe ich es gefunden. Frauenmantel, Dautreppel blinkt den Blättern hell, den Frauenmantel findest du schnell. Der hilft bei Fieber aus der Not, der Tee färbt dir die Wangen rot, bei Zahnschmerz macht er dich gesünder, Runzeln werden flacher, es ist ein Wunder. Der Frauenmantel ist nicht schwer zu finden, denn er wächst beinahe überall. Auf Wiesen und lichten Wäldern breitet er sich am liebsten aus. Circa 300 Arten gibt es allein in Europa. Die Schulmedizin hat bei ihren Untersuchungen nicht viel Heilkräfte beim Frauenmantel entdeckt. Dafür schätzt die Volksheilkunde den Frauenmantel umso mehr. Die Kräuterweiber sagen, dass es kaum einen Bereich des Körpers gibt, auf dem Frauenmantel nicht wohltuend einwirken kann. Er hilft also unter anderem gegen Erkältung, Fieber, Halsentzündung, Menstruationsbeschwerden, Durchfall oder Zahnfleischentzündung. Legt man ihn auf Wunden, wirkt er zusammenziehend, blutstillend und reinigt die Wunde.
Doch Semmelmilder weiß eine noch viel wundersamere Eigenschaft. Meine Lieben, ich kann euch ja mal was verraten. Die Frau Aschbrenner, der Oberguru der Kräuterweiber in Österreich, geht früh mit der Pipette durch die Wiese und sammelt dann den kleinen Tautropfen, der sich in den Schälchen bildet, auf. Und dann macht sie das und klebt sich das ins Gesicht. Gehe ich in die Runzel. Ich habe es noch nicht passiert, weil ich es nicht brauche. Aber wenn ich es mal brauche, nehme ich es auch. Wer aber schöne Haut haben will, ohne jeden Morgen Tropfen zu sammeln, der kocht 1 bis 3 Kannen starken Frauenmandeltee und benutzt diesen als Badezusatz. Die Frauenmandelblätterchen brauchen etwas länger als andere Kräuter, um im heißen Wasser ihre Wirkung zu entfalten. Geben Sie ihnen 15 Minuten Zeit. Trinken Sie 3, höchstens 5 Tassen am Tag. Frauenleiden kann er besonders gut heilen, da er Pflanzenhormone hat, die dem weiblichen Progesteron ähneln. Doch hier wieder Vorsicht. Frauenmantel darf nicht während der Schwangerschaft eingenommen werden. Das auch als Löwenkraut bezeichnete Allheilmittel kann von Mai bis September gesammelt werden. Man pflückt das Kraut mit seinen zarten, unscheinbaren Blüten, auch gern mit Wurzel. Zum Schluss, hätten Sie es gewusst? Die Tropfen am Morgen sind keine reine Ansammlung von Tauwasser, sondern werden von der Pflanze selbst ausgeschwitzt. Und zwar meist dann, wenn Regen bevorsteht. Der Lausitzer Wanderverein Hoyerswerda lädt am Samstag zur 33. Oberlausitzer Rennsteigtour ein, die Herbstroute ab Klein-Deser. Treff ist um 7 Uhr am Parkplatz Bonnefer Straße in der Neustadt. Vor dem Feiern können Sie Gutes tun in Hoyerswerda am Samstag. Sie können Blut spenden und zwar in der Blutspenderstation an der Straße am Lessinghaus, geöffnet ist von 9 bis 13 Uhr. Bei Opel, da gibt's ja leckere Sachen und am Samstag noch mehr. In den Opel-Autohäusern Start in Hoyerswerda im Gewerbegebiet Seidewinkel und Spremberg, Berliner Straße, beginnt am Samstag ab 10 Uhr ein Oktoberfest-Brunch. Neben passend Kulinarischem warten viele Sonderangebote im Fahrzeug- und auch im Servicebereich auf Sie. Am Samstag von 13 bis 18 Uhr lädt die Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda zum großen Familienfest ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Mit Musik und Unterhaltung für Groß und Klein präsentiert sich die AWO in der Thomas-Münzer-Straße. In Wittichenau wird am Samstag und Sonntag Brauereifest gefeiert. Dabei gibt es jeweils um 13 und 15 Uhr Brauereiführungen. Um 15 Uhr beginnt am Samstag die Kaffeetafel, um 16 Uhr der Brauerei Mehrkampf und abends wird Ministerpräsident Stanislav Tillich persönlich das Fass anstecken und dann ist Tanz und Party mit der Band. Na und? Am Sonntag geht es um 10.30 Uhr mit Frühschoppen und Blasmusik weiter. Stargast am Nachmittag ist das Helene Fischer-Double Anni Perka. Am Samstag beginnen die Lausitzer Fischwochen. Deshalb öffnet ein Markt beim Gasthof zum Anker in Kleinpartwitz ab 14 Uhr am Samstag und am Sonntag ab 10 Uhr seine Pforten. Dabei sein werden regionale Aussteller der Vereinigung Die Lausitz schmeckt mit vielen Spezialitäten. Für das leibliche Wohl und Unterhaltung sorgt die Gaststätte zum Anker in Kleinpartwitz. Der Country- und Western-Club Hoyerswerda lädt am Samstag ab 15 Uhr bis Mitternacht ins Domizil im 1000-Mann-Lager in Hoyerswerda zum diesjährigen Tag der offenen Tür ein. Gäste erwarten ein buntes Programm mit Line-Dance und Workshops sowie lustige Überraschungen und Live-Musik von Sidewalk und Mary's Man sowie Kulinarisches. Der Eintritt ist frei. Trollmoves, ein besonderes Kunsterlebnis, bietet sich Ihnen am Samstagabend im Hoyerswerda Schloss. Sie können sich verführen lassen von Gitarrenmusik, Lichtperformance und Tanz. Beginn ist 19 Uhr. In der Kulturfabrik in Hoyerswerda an der Alten Berliner Straße beginnt am Samstag um 20 Uhr das Weltmusik-Tanzfest zur interkulturellen Woche. Am Nachmittag bereits gibt es Workshops und am Abend dann Tango, Salsa, orientalische Klänge und Balkanfieber mit kulinarischen Kleinigkeiten aus aller Welt. Und damit sind wir beim Sonntag. Alle Bauherren oder die, die es werden wollen, lädt die Firma Süber diesen Sonntag wieder von 13 bis 16 Uhr zum Schautag ins Musterhaus in den Anne-Frank-Weg 1 in Hoyerswerda ein. In das Cinemotion in Hoyerswerda wird am Sonntagnachmittag zur Simo-Preview geladen. Gezeigt wird ab 15 Uhr der Trickfilm Tobo, kleine Schnecke. Und in der Kufa in der Alten Berliner Straße, da ist Sonntagabend wieder Blow-Up-Kino. Gezeigt wird ab 20 Uhr der Sapphires, eine wahre Geschichte in einem australischen Film aus dem Jahr 2012. Das Elsterwelle-Team wünscht Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung bei allen Veranstaltungen, die Sie besuchen.
Nachts teils wolkig, es sind sogar ein paar Tropfen möglich und es wird zudem neblig bei Tiefstwerten bis 1 Grad. Am Samstag nach Nebelauflösung wechselnd bewölkt, es lässt sich aber auch längere Zeit die Sonne blicken bei Höchsttemperaturen um 14 Grad. Am Sonntag wird es dann heiter mit maximalen 15 Grad. Das war's von uns für Freitag. Wir sind am Montag wieder mit einer aktuellen Ausgabe der Drehscheibe für Sie da. Dann berichten wir unter anderem von der ersten Rallye Elbflorenz, einer Oldtimer-Ausfahrt, die am Samstag von Dresden bis nach Zittau führt. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen ein schönes und sonniges Wochenende. Bis bald!